Hey YouTube, ich bin Slot und jetzt geht's weiter mit Assassin's Creed Black Flag. Wir stechen mal in den See und gucken mal, wo es uns hin verschlägt. Greifen Sie Forts an und erobern Sie sie, um Details zu Ihrer Umgebung zu enthüllen und neue Missionen freizuschalten. Das ist echt cool gemacht, man hat echt viele Missionen nebenbei, die man machen kann. Finde ich echt cool. Wenn wir mal schauen, ich wollte hier eigentlich trophäentechnisch irgendwie 100% bzw. Platin holen, aber ich habe gesehen, man muss im Mehrspielermodus Level 55 werden und das ist ziemlich gay, also das fuckt mich ziemlich ab. Old Benny Risen. So, mal gucken hier. Wir müssen hier runter, ne? Ja, ist eigentlich egal, wo wir her segeln. Ob wir außen her segeln oder innen, ist eigentlich egal. Flagge sieht ganz schön abgefuckt aus. Komm schon, gib Gas hier. So, wir kommen auf jeden Fall wieder in ein Gebiet, was böse bewacht wird hier. Ist wieder einiges los. Aber wir werden uns hier ganz knapp rumhalten und einfach straight away geradeaus fahren. Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Backboard, Captain! Da treibt etwas Macht. Ja, den oben nehmen wir natürlich mit. Mal eben gucken, wenn wir außen an der... Wir können einfach geradeaus, ist gar nicht eingezeichnet hier hinten. Sollen die Ejector aufrüsten, bevor sie diese Mission beginnen. Ach du Scheiße. Okay. Die Forts, ja. Dann brauche ich Kohle, ne? Hahaha. Wie mache ich denn jetzt am besten Kohle? Ja, am besten ich mache diese alten verwichsten Missionen, ne? Das wäre natürlich am besten. Reisen wir mal nach Havanna, guck mal, was da los ist. Um die Ejector mal so ein bisschen aufzurüsten. Wir haben ja hier doch auch irgendwo so ein Hafenfuzzi, ne? Ja. Ja, guck mal, was du uns verkaufen kannst hier. Ejector Upgrades. Alter Verwalter, das ist ja alles mehr als teuer. Der Rundkugeln, Stärke der Kettengeschosse. Vielleicht reicht das ja schon, was wir gekauft haben dann. Könnten jetzt noch stärkere Drehbassen. Obwohl, das ist ja nicht so wichtig. Das ist ja, wenn wir entern. Rammsporn. Mal gucken, was können wir denn verkaufen? Zucker. Rum. Ja, Metall und sowas, das ist ja... Das, was wir alles noch brauchen. Okay, komm, verkaufen wir mal den Rum. Und den Zucker. Gucken wir dann, was wir noch updaten können hier. Ein
Breitseitenkanone, da fehlen uns 150 Metall für. Ne? Wir haben 78 Metall, also 80 Metall ungefähr noch. Oder 70, 72 Metall. Gucken wir mal eben, ob wir auf See mal ein paar Leute fraggen. Dafür. Seguro que será provechoso para los dos. Halt deine Schnauze, Alter. También me ofrezco para fiestas a bordo. Könnten uns aber eigentlich nochmal hier hin manövrieren, hier unten. Da, wo wir auch hin müssen. Und gucken mal, ob wir auf dem Weg dahin, ob der uns jetzt sagt, dass wir nochmal updaten müssen oder nicht. Wenn wir nicht nochmal ein bisschen was verbessern müssen, dann machen wir die Mission erstmal. Und dann gucken wir alles, was uns auf dem Weg bis dahin entgegenkommt an Schiffen, wo wir Metall abfahren können, um dann unsere Kugel noch ein bisschen zu verstärken. Müsste ja dann, glaube ich, meiner Meinung nach reichen. Ja, wir sind gerade erstmal hier Sequenz 5. Muss ja nicht, wer weiß, wie durchdrehen hier. Ja, wir wollen den See stechen. Für die Herstellung müssen wir auch mal noch ein paar Tiere abkillen hier. Töten. Dass wir immer so ein bisschen mehr die Munitionsbeutel und sowas aufpimpen können. Und Waffen haben wir, glaube ich, auch erst 2. Segel an die Schoten! Schlechtes Wetter, Rahmsegel! Warum lass da Metall drin sein? 2 Stück, das wäre geil. Steuerbord kriegt jeden nur 70. Stoff in den Wind. Zucker mal 2, ja toll. Stufe 23 Fregatte, ey, das ist natürlich ganz übel, ey. Sollen wir es mal wagen? So, wir versuchen uns mal die zu entern. Also die einen ballern wir mal komplett weg hier. Ach scheiße, wir haben nur Mörser, ich Idiot. Oh, alter Verwalter, die halten aber echt nicht. Die machen aber echt nicht viel Damage, ey. Einhol! Sie präsentieren sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Feuer! Feuer! Oh, 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 oh. Feuer! Yeah! Wurden getroffen! Feuer! Feuer! Injektor ja reparieren danach. Ey, jetzt sag mir nicht, dass die Leute mal Stärke bekommen. Feuer! Ja, so letztes Mal machen wir das mal machen. Ich würde an die Leinen und Pult! Gegner, jetzt können wir das verstärken, Feuer! Ja. Ein Treffer und wir liegen bei Davy, Captain. Ja, das ist doch totale Scheiße hier. Alter Verwalter, was ist denn hier los? Die übelste Verstärkung, das ist scheiße. Also das kann ich vergessen, ich kann mich nicht mit 28 Schiffen kloppen da. Das geht nicht. Fuck. Alle Segel, sie verträgt das! Alle Segel klar zum Setzen! Was haut sie jetzt hin, manövriert hier? Ja, das ist doch scheiße, ist das doch. Wir können ja erstmal gucken, okay, gehen wir erstmal auf das eine Schiff, was wir da sehen. Segel lassen raus aus der Bö! Also Stufe 23 ist noch zu hart, glaube ich. Hoch, Leute! Stufe 4, ja, die nehmen wir ja locker weg. Obwohl, da sind dann aber auch wieder so viele.
It's better to drown than to wait to be hung. Crawl over the mountain. Hey. Oh, growl ye may, but go ye must. Baby Susie Anna. If you... Feuer! Da ist Ihre Schwachstelle! Feuer! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Okay, okay, das geht ja. Ja, Captain, eine Salve genau da rein! Feuer! Ja! Captain! Schon da! Panische Flamme! Feuer! Triff sie dort, Sir! Das wird sie versenken! Feuer! Ja! So, jetzt können wir alle drei entern. Sind zwar nur so klein, aber das ist ja egal. Enterhaken los! Ran an die Beute! Los, ab an den Drehbassen hier und dann schießen wir die fünf Leute am Ende über den Haufen. Zwei von fünf. So, haben wir das schon mal geklärt. So, Jack Dow reparieren, bekannter ist gerade vorhin, können wir jetzt Flotte aufnehmen. Das sind ja so Drecksschiffe, die nehme ich nicht. Die nehme ich nicht auf. Okay. Von wem kriege ich es jetzt hier? Großsegel, los geht's! Großsegel setzen an die Leine! Der da hinten dicken. Holt sie nieder, raus aus dem Wind! So, das ist auch schon mal geklärt. Jetzt entern wir den. Dann fahren wir einen weiter, entern den nächsten. Und dann hintenrum den letzten entern und dann gucken wir, dass wir das mit dem Vor mal probieren. So, und ich muss da rüber springen für einen, drei. Mein Gott, Alter. Deckung rausnehmen. So, zack. Ist auch nur so ein Drecksschiff eigentlich. Reparieren brauchen wir ja nicht. Das ist ja, wir sind ja noch voll. Und was soll ich denn mit dem Pisskopf in meiner Flotte, ganz ehrlich? Leg die Hauptsegel in den Wind! Hauptsegel setzen zum Wind, Jungs! Na ja, komm schon, gib Gas. Hinten kommt nämlich schon der nächste angeschissen. Zieht! Holt die Landratten ein! Ja, in meiner Crew mit Leere tötet noch einen, das lassen wir besser. Jeder, der das Schiff betritt, stirbt. Zack, über Bord gekickt. Jeden verstecken sie sich alle. Hey. Ja, dann soll ich das jetzt mal aufnehmen, oder? Na komm.
komm, nehmen wir das in die Flotte mit auf. Scheiß drauf. Ich kann die Hinterher immer noch rauskicken.